spielen auch schon direkt weiter mit Lucky Moser auf Dana. Damit sage ich willkommen zurück. Heute starten wir im Eiskorridor und wir fassen nochmal ganz kurz zusammen für all diejenigen, die ein paar Folgen übersprungen haben oder das erste Mal hier reinschalten. Wir sind in so einer Art Dimensionsverzerrung. Ja, wobei, das wäre wohl eine kleine Übertreibung. Wir sind auf jeden Fall im Inneren des großen Baumes. Und der große Baum hat ja aus jener Zeit-Epoche Notion, also Willenskraft, einfach geklaut und abgespeichert. Er hat die Energie nicht nur genutzt, um eben diese Protektoren zu erschaffen, er hat sie auch weiterhin für die Ewigkeit versiegelt. Und diese Notion-Energie ist in Form von irgendwelchen Türmen eingespeichert. Das, was wir also letzte Folge gesehen haben, dieses Steeps, hab mal nachgeschaut, das heißt wohl Turm-Kirchenturm. Warum auch immer diese Bezeichnung gefallen ist, keine Ahnung. Aber es sind halt Notion-Türme. Ja, das ist eben die saloppe Übersetzung. Und die hat er weggesperrt. Aber wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Es ist doch trotzdem komisch, dass da ein Baum, der die Macht hat, einfach so irgendwelche Lebewesen auszulöschen, in Form von Verbrennungen oder Verdunstungen, warum sollte der überhaupt... Oh, schaut mal hier. Das ist auffällig. Oh, die halten ganz schön viel aus. Dafür, dass sie anfällig sind auf genau Saats Attacke, musste ich trotzdem dreimal mit dem angreifen. Das ist ein starkes Stück. Ich wechsle mal auf Laxia, denn Laxia hat ja noch den schönen Effekt, dass wir mehr Ausbeute bekommen. Und diese Pflanzen sehen schon so aus, als ob sich da Auraplint dahinter verstecken könnte. Tatsächlich nutzen wir auf jeden Fall, um zu farmen. Und es häufen sich die Stellen, wo man farmen kann. Ja, und da sieht man schon, das ist auch der Korridor von dem Minus-Typen. Aber trotzdem nochmal zurück zum großen Baum. Es ist irgendwie seltsam, dass der überhaupt diese Protektoren braucht, weil wofür braucht er die? Ah, ich weiß, warum er die brauchen könnte. Er braucht die gar nicht. Er muss halt einfach nur was machen, weil der Erste, der was gegen den großen Baum hätte was ausrichten können, war ja der Hydra-Typ gewesen. Der hat ja als einziger die Information gegeben, dass er was gegen diesen Baum bauen wollte. Und zwar dieses Lager, um diese Notion-Energie abzufüllen. Vielleicht war das wirklich der allererste, der tatsächlich eine Gefahr für den Baum dargestellt hat. Dass der Baum gesagt hat, okay, ich muss irgendwas gegen den machen, sonst ist das mein Ende. Und deswegen hat er einfach rumprobiert, also der große Baum, was kann ich machen? Und ist dann auf die Idee gekommen, okay, ich nutze einfach deren Energie und benutze sie gegen die. Und deswegen hat er dann von ihrer zu ihrer wohl Protektoren erschaffen, um das Unheilvollste abzuwenden. Aber das ist doch auch komisch. Hätte es nicht auch einfach nur gereicht, wenn er die gecapturte Energie versiegelt hätte, ohne Protektoren sich anzuzüchten? Ah nein, ich bin runtergefallen. Oh, fast 2000 Schaden. Also da ritzel ich noch so ein bisschen. Weil meiner Meinung nach macht es immer noch recht wenig Sinn, wenn ich mich jetzt reinversetze in den großen Baum, dass der überhaupt Protektoren braucht. Weil der hat doch genug Macht. Also was will ein Baum, der sowieso die unendliche große Macht hat von irgendwelchen Protektoren? Wenn er Gefahr wittert, macht Auslöschung am meisten Sinn. Ja, dann wird die Gefahr einfach ausgemerzt und gut ist. Ist der Baum in Sicherheit. Aber so ist irgendwie komisch. So, bei dem muss ich auch passen, der kann Dash-Attack machen. Boah, der konnte rüberspringen, der konnte einfach so rüberspringen. Ja, auf jeden Fall seltsam. Und das, was wir gesehen haben, oder das, wo wir jetzt auch hier gerade mittendrin sind, diese Korridore, das sind tatsächlich alles Eindrücke und auch Einflüsse von genau der Iwa, wo die Notion-Energie gecaptured wurde. Das ist also kein Zufall, dass wir hier in einem Eisgebiet sind, weil der Minus war ja ein mit Fell übersäter Körper.
der das hier auch anscheinend brauchte, um sich vor Kälte zu schützen. Das ist also genau seine Epoche gewesen, seine Iwa. Und genau deswegen befinden wir uns auch in dem Gebiet, weil dort, wo sich die Notion-Energie aufhält, ist es wohl so, dass das manifestiert wird, die Welt, wo die Energie eben auch herkam. Also deswegen kein Zufall, dass wir hier in einem Eisgebiet sind. Das macht nicht der Baum, weil er eben lustig drauf ist, sondern weil die Notion-Energie... Ja, das ist einfach so bewerkstelligt. Besser kann ich es jetzt nicht erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist. So, und hier wird's kritisch. Warte mal, wir können da... Oder kann das sein, dass ich mir hier zu viel Sorgen mache und das Ding stürzt gar nicht ein? Ja, tatsächlich. Das sieht aber so auffällig aus, als ob man hier einstürzen könnte. Ganz komisch. Ach, Mist, hat er uns noch getroffen. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dass ich dort nicht mehr ausweichen konnte. Ich hoffe, wir sind vorher nochmal bei einem Speicherpunkt. Nee, da ist doch schon der nächste Kristall. Ich werde mich aber trotzdem nicht wiederbeleben, denn aus dem letzten Kampf habe ich ja festgestellt, dass Gott sei Dank diejenigen, die gerade hier am Team teilnehmen, dass sie automatisch geheilt werden mit voller Lebensenergie. Na, mal gucken. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Na, schaut mal, das ist der zweite Obelisk. Stiepel. Ja, Stiepel, Kirchturm. Hm. This seems to be the same as the last one. Ja, das sieht genauso aus wie der letzte. Und auch hier die Musik, einfach göttlich. Und da ist er, die Minusform. War of the Ice Age King. Animus Minus. Also der Kampf, der ist ein bisschen nervig. Weil erstens wird er sehr lange dauern und ich bin hinten raus komplett ungeduldig. Was ich festgestellt habe, ist folgendes. Ich mache mit Edel irgendwie mehr Schaden mit seiner Special Attack. Das ist irgendwie faszinierend. Und ich warte, bis er diese Eis-Attacke macht. Weil der kann ich viel besser ausweichen und auch dauerhaft in den Guard kommen. Das ist auch in Ordnung. Das hier. Nein, zu früh geblockt, Scheiß. Naja, so geht's. Wenn man es irgendwie schafft, wenn man in dem Wirbel stehen bleiben könnte und dann mit Flash Move perfekt ausweicht, dann hast du auch genug Zeit, um ihn zu attackieren. Nein! Weil ich nicht mehr konnte, Scheiß! Ach, und runtergerutscht. Käse. Na, immerhin reicht für zwei Attacken. Wenn das Edel jedes Mal machen könnte, das wäre toll. Weil so 2000 Schadenspunkte ist schon fett. Und
Und das meine ich, wenn er diese Eisattacke permanent spammt, für uns das Beste, um dauerhaft zu blocken. Eine sehr dankbare Attacke. Oh, Schwein gehabt. Nein! Ich konnte nicht ausweichen. Ich konnte echt nicht ausweichen, Quap. Aber das war bis hierhin gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich mich bloß ein bisschen auffallen und dann passt das doch. Ich mache jetzt mal eine Stärkerhöhung. Und mir fehlt auch immer noch... Ach, ich habe vergessen, Sachen einzukaufen. Scheiße. Ich kann mich gar nicht stärken. Es sei denn, ich benutze die kleinere Form. Ja, ich mach's mal. Der ist jetzt in seiner zweiten Phase. Ob ich jetzt nur warte bis zum Schluss oder das jetzt benutze, ist ja völlig egal. Aber dann wird's eben hinten raus vielleicht. Na, mal gucken. Nicht mal ein Viertel, Alter. Das war nicht mal... Nein, ich hab's vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Er macht ja seiner zweiten Form diese schrecklichen Attacken. Schrecklich, einfach schrecklich. Jetzt bin ich echt zweimal gestorben, ey. Kacke. Aber er hat nicht mehr viel. Nein, ach, schon wieder, ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße, ey. Nein! Und er ist wieder unten. Warum denn? Warum machen die das, Alter? Warum? Ich will da bloß den Kampf gewinnen. So, ist denn zumindest schon hier dieser komische Heileffekt weg? Nein, der ist noch drauf, Mist. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass er diese Eisattacke macht. Mist. Ach, schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich habe jetzt echt zweimal verpeilt, dass der Eissturm kommt. Völlig unnötig. Das war jetzt komplett unnötig, aber ich muss es machen. Ich muss die Items hier verbraten. So leid es mir auch tut. Aber die reifen Walnüsse, die kann ich einfacher farmen. Die tun nicht ganz so weh. Ach, schon wieder vergessen. Ja, was soll's. Jetzt habe ich eben hier ganz viele Heil-Items verbraten, aber der Kampf, der hat sowas von genervt, weil er eben auch so lange gedauert hat. Ich hätte ihn jetzt nochmal machen können und nochmal und sicherlich nochmal, um mir Items zu sparen, aber boah, kein Bock. Ich bin froh, dass der weg ist. Und so wie die aussehen, fühle ich mich auch gerade, obwohl der auch gar nicht so lange gedauert hat. Nur der zieht sich halt. Look, the notions are being released. Und das war gerade mal der zweite Boss. Ja, und da haben wir die versiegelte Notion-Energie aus der Zeitepoche auch freigesetzt. Und schon dürfte hier ebenfalls Wasser fließen. Es ist trotzdem erstaunlich, dass der Baum in der Mitte, The Tree of Notion,
sofort die Macht dazu wachsen. Also was immer Hydra da erschaffen hat, der muss die ultimative Power in der Zeitepoche im Besitz haben, gehabt haben. Nice, I hope, wir können Kipses ab. Das klang eigentlich wie Saat, aber es war bestimmt ein Minos. Und er freut sich. Ich frage mich, warum freut er sich? Dass wir es geschafft haben, oder was? Ah, da ist ein wahres Ich. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr die Notions befreien könntet von diesem Stiepel dort. Also ich habe ja gewusst, dass es interessant werden wird, aber das geht weit über meine Vorstellungen hinaus. Sehr gut. Muss ich mir erstmal hinsetzen. Jetzt, da ihr mir ebenbürtig seid, kann ich mich auch so richtig schön formell vorstellen. Mein Name ist Minos. Ach, und der war der König. Auch er ist ein hohes Tier, also im wahrsten Sinne des Wortes, kann man sagen. Wir haben seine Notion defeated. Na, wir haben sie nicht defeated, wir haben sie ja eher freigesetzt. Das bedeutet, I will admit defeat. Er wird es eben anerkennen, dass er besiegt wurde. Wir fragen, ob er sicher damit einverstanden ist. Naja, er macht halt nur seine Aufgabe als Protektor. Und er sagt auch, naja, wenn ich ehrlich bin, ist es auch eine ziemliche Erleichterung zu wissen, dass ihr die Notions meiner Kameraden ebenfalls befreit habt. Ich bin mir sicher, die ruhen in Frieden. Why they were stuck in the tower? Während sie festgesetzt sind in dem Turm, meint er da an diesen Stiepel dort oder was? It looks like there are different kinds of protectors. Perhaps all the released notions have had an influence on me as well. I haven't felt this cheerful in a while. Ach! Das ist ja auch interessant. Das würde auch erklären, warum die am Anfang gar nicht so viel Empathie mit uns hatten. Dann hat das hier sogar noch eine Bedeutung gehabt, dass das bewusst so blöd aufgezogen wurde, diese Geschichte hinten raus. Mit der Versiegelung dieser Willensenergie, die einst hatten, hat man auch ihr positives Denken und Fühlen weggenommen? Weil wenn er sagt, er hat sich so, schon lange nicht mehr so gefühlt, seit einer ganzen Zeit. Aber jetzt, wo die Energie freigesetzt wurde, fühlt er wohl wieder irgendwie sowas wie Glückseligkeit. Even knowing that you can accomplish this much, it's reckless to interfere with the Lacrimosa. Auch wenn wir so weit gekommen sind, ist es ziemlich leichtsinnig, Lacrimosa zu unterbrechen. Ja, und was soll man denn tun, seiner Meinung nach? Keine Ahnung, einfach weitermachen. Das sind ja nur die Worte eines alten Minos. Da gibt's nichts, was du tun kannst. But, so wie ich dich kenne, wirst du wohl nicht aufgeben. Hey, Dana! Ja? Komm mal rüber, Puppe, setz dich mal hin hier auf mein Schoß. I think I'm starting to understand why you're going to miss Adel. Er versteht, warum sie Adel zugetan ist. His stubbornness seems to be very similar to your own. Ja, Dickköpfigkeit. Passt wie Arsch auf einmal. Auf einmal? Habe ich gerade einmal gesagt? Ja, passt wie Arsch auf einmal auf einen Eimer. Thank you. The corridors beyond here won't be the same as before. I can't help you guys, but I can at least pray for you. And when you guys are finally defeated, let's drink and watch over the world together. Der hat die Ruhe weg. Ihm ist es auch scheißegal, was passiert. Wenn wir es schaffen sollten, wäre es ihm auch recht. Wenn wir es nicht schaffen, ist es ihm ebenfalls recht. Dann kann er mit uns eintrinken. Naja, klingt gar nicht so schlecht für uns. Blöd nur für die anderen. Hm, are you trying to be humble? Your face is saying that's not gonna happen.
Richtig, wird auch nicht passieren. Well, you should get going and time is running out. Do your best and blah so on. Bla 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 bla. Ja, und damit haben wir den nächsten Weg freigesetzt. Und wir haben ein weiteres Symbol erschaffen. Eines noch in der Mitte und unten sind noch ein paar Kreise frei. Sah aber eher aus wie 5 statt 4 Gänge. Ja, dann mache ich folgendes. Ich mache hier einen Schnitt und spring mal in die nächste Zeitepoche. Mal gucken, wie es dort aussehen wird. Bis gleich. Damit sind wir auch schon im dritten Korridor. Es ist ein Waldgebiet. Oder ein Giftgebiet wird es wahrscheinlich eher sein. Und ich habe jetzt mal folgendes gemacht. Ich habe zur reinen Bespaßung mal den letzten Fisch geholt. Mir hat mir noch einer gefehlt. Und ich hatte ja noch die Liste von Tenkai. Da mal kurz drauf geklickt und dann gab es als Belohnung folgendes. Wenn man die nämlich alle verfüttert an den Vogel in eurem Dorf, bekommt man als Belohnung natürlich wieder irgendwas Cooles. Und es ist Ocean Hogeki. Halbe SP-Kosten und Stärke plus 40. Das ist ebenfalls fett. Das bekommt auf jeden Fall Edel. Er hatte Feuer, Stärke und Verteidigung plus 40. Und HP-Punkte plus 100. Aber ganz ehrlich, defensive 40 Punkte im Austausch für halbe SP-Punktenkosten. Oh, Beste, was geht. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Wir sind ja jetzt in einem Gebiet, wo man dieses schöne Item Underworld irgendwas farmen kann. Und dieses Item kann man dafür benutzen, um Prominent Cloak herstellen zu lassen bei unserer schönen Schneidersfrau. Man braucht dafür 20 Stück, 15 haben wir wohl schon im Gepäck und das geht. Ich überlege, ob ich das nebenbei auch noch farme, weil dann kann jeder meiner drei Hauptcharaktere genau das Item benutzen und bekommt hier einfach mal eine dicke, fette Stärkung. Ich meine, ist doch fett. Auf der anderen Seite brauche ich es auch nur maximal einmal. Denn er wird eh auf Ausweichen setzen. Aber er hier. Bei Edel könnte ich noch ein paar Stärkepunkte rausholen. Ja, das aber nur so nebenbei. Okay. So, dann mal gucken. Wahrscheinlich können wir hier auch wieder runterplumpsen, wa? Na, ich teste am besten gar nicht erst. Also fliegende Kinder kann ich aber gar nicht gebrauchen. Boah, hat er Schaden genommen? Ich meine, haben wir Schaden genommen? Ne, sieht soweit ganz gut aus. Aber selbst wenn, hier ist ja der Speicherkristall in der Nähe. Dürfte also soweit passen. Nein! Direkt mal reingerollt ins Verderben. Oh, das eine Vieh da hinten, das nervt ja auch extrem. Die Kombination aus Fernkampfangreifern und diesem Typ, der fliegen kann. Ja, schon ein bisschen schlecht. Allerdings auch nur für unser Team. Und es ist auch faszinierend, dass wir nicht nur in drei unterschiedlich aussehende Korridore reingebracht werden. Nein, wir haben hier auch unterschiedliche Arten von Gegnern, die mit den jeweiligen Waffenskills besiegt werden müssen. Ja, na, wenn das so nicht funktioniert, dann muss ich dann doch mal auf jemand anderen wechseln, bevor ich hier sterbe. Oh, 3 Stück. 4 Stück sogar, Alter, geht gar nicht. Na, was wir machen könnten, ist eine Skillbenutzung. Ist ja keine Verschwendung. Ach, ist doch eine Verschwendung. Ich habe gedacht, wir sind ja kurz vorher eh nochmal beim Speicherpunkt, aber das stimmt ja gar nicht. Der Speicherpunkt ist ja nur am Anfang. Naja, egal, dann muss ich hier dann nochmal rein. Aber wir gehen das mal kurz durch und gucken uns die ganze Sache an. Und hoffentlich sind das hier keine Fallen.
Ja, es ist schon faszinierend. Wir machen überhaupt keinen effektiven Schaden, aber der Schaden ist trotzdem von Edel so groß, dass er mindestens gleichzusetzen ist, als wenn wir mit Hummel attackieren würden. Ja, faszinierend. Dragon Jackpot und ich hab zu viel. Das ist das erste Mal, dass wir zu viel von dem Zeug haben. Spare ich mir aber auf, weil in dem Kampf werden wir bestimmt das ein oder andere Mal Dragon Jackpot benutzen müssen. Violet Bookmark. Damit können wir die Verbundenheit stärken. Nach da oben komme ich erstmal noch nicht. Okay, muss ich rumlaufen. Und ich muss aufpassen, dass sie mich nicht runterboxen. Ach, und er hat uns erwischt. Okay, dann haben wir den auch schon mal besiegt. Weil irgendjemand hat auch noch geschossen. Oder waren das quasi seine letzten Zuckungen? Ah, da komme ich lang. Na, solange es nur ein Monster ist, ist ja nah. Nein, er hat uns von hinten gefolgt. Er hat uns von hinten verfolgt, Schweinehund. Nein, und er konnte eine Bausplash-Attacke. Gibt's das? Ach, na hier. Dann nehmen wir jetzt einfach mal direkt Dragon Jackpot. Und ein Level Up für Luxia. Hat sie auch schon lange keins mehr bekommen. So, da hinten geht's wohl weiter und hier oben holen wir noch die letzte Truhe. King Pumpkin Seed, na endlich! Na endlich haben wir den letzten Samen gefunden. Boah, und ich dachte, ich habe es irgendwo noch übersehen. Nichtsdestotrotz haben wir noch was übersehen. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich an die letzten Truhen komme, die hier versteckt sind. Ja. So, sorry. Ja. Hier an der Stelle ein kleiner Hustenanfall. Dafür ein großes tut mir leid. Ja. Tut mir leid, hier gab es mal ein. Ja. So, Freunde, hier muss ich mal kurz abhusten, deswegen der Schnitt. Und hier ist nochmal die Karte mit der fehlenden Truhe. Also ich warte auch immer noch drauf, bis irgendjemand mal reinschreibt, ja, hier, du hast da und da die Truhe vergessen. Vielleicht ist die auch zum Fischen. Kann das sein? Ah, ich glaube nicht. Das Spiel ist ja nicht einmal so fies gewesen, dass es eine Truhe nicht angezeigt hat, wenn man sie bereits holen konnte. Also irgendein Mysterium wartet auf jeden Fall noch dort auf uns. Aber so wie es aussieht, haben wir hier den Raum gleich geschafft. Nein! Ganz vergessen. Oder warte mal. Hier haben wir noch so viele Gegner, die fliegen. Da nehme ich natürlich Malaxia mit rein. Und kann das sein, dass ich ab und zu Malaxia und Dana verwechsel? Ja, ich glaube, das geht mit Luxia hier ein bisschen einfacher. Und Underworld halt. Ziemlich nice. Vielleicht liegt es daran, dass wir eben auch mit Dana noch als Partner spielen. Na, hat er uns trotzdem noch hier erwischt? Und wir sind gestorben. Wir sind ja echt gestorben, ey Mist.
Aber wer hätte es gedacht, dass wir hier bei dem Durchmarsch von einem kleinen Korridor so arge Probleme bekommen werden. Ja, hier gehe ich auf jeden Fall erstmal nicht rein. Ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich muss meine Peoples aufheilen. Ach nee, muss ich ja nicht. Wenn wir hier reingehen, dann werden wir aufgeheilt. Das ist ja das, was ich vorhin schon festgestellt habe. Na dann, folgendes. Wir gehen natürlich auf unsere Gewinnerformation zurück. Und ich habe auch festgestellt, was die Heil-Item-Benutzung angeht. Reife Walnüsse und Dragon Jackpots. Die kann ich am einfachsten farmen und wiederbekommen. Das heißt, wenn ich mich wiederbeleben sollte 18 Mal, dann tut's auch nicht so weh, wenn ich genau die beiden hier verschwende. Ach schön, okay, dann kurz mal abspeichern. Und das ist noch mein, ja ich weiß nicht. Ich habe noch zwei weitere Spielstände mir angeeignet, für den Fall der Fälle, dass ich dann doch irgendwo was übersehen habe, aber kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich was übersehen habe, dann schon viel, viel eher als jetzt im Chapter 6. Von daher wahrscheinlich auch unnötig, aber man kann ja nie wissen. Ja, und damit sind wir auch schon bei Nummer 3. Boah, die kann uns bestimmt vergiften. Ach, ist ein Waldwesen. Ich hab gedacht, das ist so ein Wasserfrauchen. Animus Nestol. Das ist ein Nestol's Notion. Here it comes. Get ready. Oh, die kann den Boden weghauen. Aber man könnte meinen, dass man diesen Bällen einfach ausweichen kann. Ja, schönes Ding, der kam überraschend. Aha, wenn ich nah dran stehe, macht sie eine andere Attacke. Oder es war einfach nur Pech. Ja, damit kennen wir jetzt zumindest erstmal ihr Arsenal, was Attacken angeht. Aber die ist nicht ganz so nervig wie der Typ von vorhin. Nein! Wir springen freiwillig in den Tod! Fail! Aber spielt auch keine Rolle. Wie gesagt, wir haben wirklich genug Heilsachen. Das war auch ein Fehler. Na, was ein Zufall. Jetzt haben wir genau unsere Spezialanzeige wieder aufgefüllt bekommen. Na, dann werde ich hoffentlich das letzte Mal mich aufheilen. Dann muss ich ganz schnell auf Saat wechseln. Wenn ich Glück habe, macht er den Finisher. Yes! Und wir haben sie gerade blocken können. Nice. Aber reicht für ein K.O.
Es hat ausgereicht. Sehr nice. Und vor allem, wir haben gar nicht so viele Wiederbelebungsfrüchte verbraucht. 5 Stück? Gerade mal 5 Stück? Der Kampf, der war um ein Vielfaches einfacher als der Kampf gegen Minus. Und hier polzen die Level-Ups. Auch das ist ziemlich cool. Und wir sind schon wieder völlig fertig. Oh, wir haben gewonnen, juhu. Man, 4 Slugs wie Squads are getting stronger and stronger. Das sehe ich völlig andersrum, die werden immer einfacher. Und auch der Kristall zerspringt in Einzelteile, zumindest was seine äußere Schutzhülle anging. Wir konnten die Ketten quasi sprengen. Und der Baum wächst und wächst. Und ich bin so gespannt, wie die Welt von Sarai aussieht. Wir müssten ja rein theoretisch die Welt angezeigt bekommen, wie sie existiert hat in der Zeitepoche von Sarai. Und das war ja Eternia. Ob wir nochmal in Eternia zurückgelangen? Da bin ich mal gespannt. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie Hydra diesen Raum erstellen konnte. Wie er auch genau ausgemessen hat, dass der Baum da perfekt reinpasst. Er hat ja auch den Raum viel zu klein kreieren können oder viel zu groß. Ja, das meiste haben wir geschafft, sagt Dana. The final corridor awaits us. Und auch sie hätte nicht gedacht, dass wir sie besiegen hätten können. Ah, ihr Kampfeswille sollte ashamed sein. Ach, warum denn? Ich meine, wir sind doch sowieso gerade die ultimativ Stärksten. Ist doch von Zeitepoche zu Zeitepoche immer so, dass man immer stärker wird. Als die vorangegangene Spezies, völlig normal, Puppe. Und auch sie stellt sich nochmal vor, sie ist Nestol. Und auch sie waren Anführer. Schon mal aufgefallen, dass alle irgendwie Oberhäupter sind? Außer Edel? Edel ist irgendwie nur in Anführungsstrichen ein Abenteurer. Aber wobei, von ihm kennen wir ja auch gar nichts. Überhaupt keine Background-Story. Wer ist sein Vater? Wo ist er aufgewachsen? Warum ist er überhaupt Abenteurer geworden? Vielleicht ist er ja auch Ruler von irgendwas. Was? Du hast über 1 Million Unterstellte gehabt? Krass. Die sind im Einklang mit der Umwelt gewesen und haben dadurch eben für Wohlstand gesorgt, indem sie halt Sachen in der Natur gebaut haben. Aber selbst ihre Zivilisation hat es nicht geschafft und wurde ausgelöscht durch den Lacrimosa-Prozess. Eigentlich auch faszinierend. Ich hätte gerne mal ihre Ära gesehen oder die Zeitepoche. Weil wenn die mit der Natur im Einklang lebten, dann müsste doch der Baum nichts dagegen haben, weil dann müssten die Spezies sein, die die Welt am wenigsten gefährdet hatten. Also warum sollte der Baum diese Spezies auslöschen? Weil die Evolution stillstand? Ganz komisch. Aber auch sie betont nochmal, wir haben keine Chance, weil selbst die haben es nicht geschafft, keinen Weg gefunden. Ja, aber das heißt doch nicht, dass wir deswegen aufgeben werden. Ja, the same goes for you, didn't you resist it for your allies? Du hast ja auch nicht aufgegeben bis zum bitteren Ende. I admit that we did have impulsive emotions like that. Alles nur Emotionen geschuldet. Na, aber dann hätte sich ja diesen Satz trotzdem sparen können. Denn diese Emotionen haben wir ja gerade. However, we are naturally calm and logical. Ruhig und logisch sind sie. But we instinctively realized that we needed the Lacrimosa and willingly sacrificed ourselves. Aha! Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn das wirklich so ist, dass die instinktiv eigentlich nichts gegen diesen Lacrimosa-Prozess machen wollten und sich freiwillig geopfert haben, dann dürfte ja jetzt keine Notion-Energie zum Baum fließen normalerweise. Weil ohne Überlebenswillen kann da nichts fließen. Und wenn die sowieso freiwillig ihr Leben geopfert haben, wie sollen da Willensenergie zustande kommen? Diese Ära dürfte ja dann rein theoretisch gar keine Notion haben. And I too accepted the path of becoming a protector of evolution.
Ja, schon vorher wahrscheinlich. Oder auch später erst. Aber das kann doch nicht sein. I have a question for you, insolent humans. Is the Lucky Moser order is interfered with, the world will distort and be put in danger. Mhm, wer sagt denn das? Your existence and actions are nothing but a disadvantage to the world. Dann kann es auch erklären, warum es ein Disadvantage sein soll? Tun wir denn der Welt irgendwas Schlechtes damit, wenn wir Lucky Moser aufhalten? Warum denn? Distort. I'd like to faithfully perform my duties, but this time around, I can't. Duties are not something that are just given. It takes a strong belief and it's something you need to be passionate about it. Ja, wir haben nicht einfach nur Pflichten. Pflichten kann man sich nicht einfach so irgendwie, oder sind angeboren oder sowas. Ja, man muss stark daran glauben. Yeah, humans forge new paths for themselves instead of aimlessly following them. Ja, wir folgen auch nicht einfach irgendjemandem, der sagt, es sei so. Wir haben unsere eigenen Pfade, die wir gehen. Männer der See thrived, not by avoiding danger, but by coexisting with it. Ja, und Männer der See, die weichen dem Meer halt nicht aus. Die sind eins mit dem Meer. Man strotzt sich der Gefahr, man stellt sich ihr. Und segelt auf ihr quasi in einer Welle. What I'm trying to say is that humans struggle till the very end. Ich verstehe, sagt sie. I understand that you are most definitely a different species than us. Go ahead. After all, I'm just another protector. The sanction will be made soon. Die Sanktion. Na, auf die Sanktion bin ich mal gespannt. Könnte auch ihre eigene Sanktion meinen, was ich auch nicht verstehe. Die sollten doch in und zu gucken und jetzt kämpfen die gegen uns. Obwohl die zwar nicht selber sind, aber ist trotzdem komisch. Vielleicht kriegt der große Baum auch langsam die Krise, weil er sieht, dass wir einen nach dem anderen ausmerzen. Celestial Corridor. Eine Welt über den Wolken. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Das muss doch aber Sarais Welt sein. Ja, und Dana sagt auch nur Sarai. Aber wisst ihr, was ich sowieso schon die ganze Zeit glaube? Dass Sarai auch gar keine Eternian ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie selber der große Baum ist. Und einfach nur versteckt als Protektor zwischen den anderen dreien noch agiert. Vielleicht spielt die noch irgendwie eine ganz, ganz andere Rolle. Als ein einfacher Protektor zu sein. Also irgendwas ist auf jeden Fall an der sehr komisch. Naja, solange wir die One-Hitten können, ist alles in bester Ordnung. Ach, ich war dir von hinten attackiert, Alter. Ja, das war jetzt nicht ganz so geil. Okay, dann ist das hier oben so eine Art Falle. Muss ich nur vernünftig reinspringen? Eigentlich habe ich die voll gefailt. Na, hör mal, jetzt wollen wir die. Und direkt mal gestorben, aber auch nicht so weiter schlimm. Damit wollte ich euch nur zeigen, dass meine Hand-Augen-Koordination auch schon mal besser gewesen sind. Ja, wo gehen wir denn zuerst hin? Ach, ich dachte, hier oben ging es weiter. Das war eine optische Täuschung. Ich dachte, hier ist noch ein Weg, der nach unten führt. Okay. Ja, wir könnten hier auch ein bisschen durchwaschen. Aber schon mal aufgefallen, dass wir hier wirklich verdammt viele unterschiedliche Gegnertypen haben. Und ich spring echt nochmal rein in diese schwarze Mummel. Ich find's mega krass, dass wir zuerst angreifen können.
Normalerweise ist es so, dass ich mit Saat angreife, dann in der Zeit führt der Gegner auch seine Attacke aus und dann bin ich auch weg. Aber die Attacken treffen uns nicht. Nice. Und nochmal Pure Orichalcum, aber wozu braucht man das? Ich meine, cool. Dann freut sich jetzt noch der dritte im Bunde. Könnte ich für... Na, weiß ich noch nicht. Aber dann ist das vielleicht auch kein Zufall. Vielleicht kriegen wir sogar für jeden von unseren Helden so eine Ausrüstung. Aber ist ja unwahrscheinlich, wa? Drei reichen ja auch. Ich meine, man spielt auch eh noch mit drei und während des Endkampfes kannst du ja eh nicht wechseln auf eine andere Person. Ah, doch, der konnte besiegt werden. Nice. Ja, es war wohl ein bisschen zu spät. Aber wir haben trotzdem noch überlebt. Okay, der will den Freitod. Find ich okay. Nein, noch weg! Er hätte es nicht blöder hinsetzen können, der Typ, ey. Och, gibt's das, Alter. Ja, einfach mal kurz durchwaschen. Jetzt haben wir da zwar eine Truhe noch nicht mitgenommen, aber die hole ich mir nachher. Da wird ja wohl jetzt nichts irgendwie übermäßig krasses versteckt gewesen sein. Wir nutzen den Vorteil, dass wir hier auch bei dem Endkampf wieder aufgeheilt werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Sarai sich uns gegenüberstellen wird. Ja, the final steeple. Das sollte wohl Sarai's Notion sein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt's hier eine Überraschung. I've been thinking about it for a while, but she isn't an Eternian. Nee, but... Wäre nicht die bessere Frage gewesen, but isn't she a Eternian? Yet, her physical appearance is no different than Dana's. Ja, du hast recht. Naja, das ist, weil... Weil? Weiß Dana etwa schon Bescheid über sie? Hat sie irgendwelche Sachen verschwiegen, die wir hätten wissen sollen vorher schon? Okay, das sah ziemlich geil aus. Also die Form von Ura sieht verdammt episch aus. Und wie groß sie auch ist, alter Vater. Die hat zwei Balken. Nein! Ach, Mist! Schon wieder gestorben, aber es ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich habe mal wieder meine Items geholt, das heißt, wir können uns in aller Seelenruhe wieder, in aller Seelenruhe wiederbeleben und dann auch mal testen, wie sich die anderen so spielen. Boah, wir müssen die unbedingt sehr schnell wegbouncen. Sonst haben wir hier das Nachsehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir an Lebensenergie schon wegnehmen.
Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber jetzt kommt erstmal ihre zweite Phase. Na, der Wechsel auf Hummel hat sich ja voll gelohnt. Dafür, dass er 70% ausweichen konnte, hat die erste Attacke sofort gesessen, Alter. Boah, das erinnert mich irgendwie gerade an den Kampf gegen diesen Psychopathen. Nein! Was für tot? Ja, weil sie in der Mitte direkt vor uns ihre Attacke ausgelöst hat. Na dann, Aufheilung. Jetzt, wo wir King Pumpkin Samen bekommen haben. Brauche ich auch keine Angst haben, dass ich jetzt verschwinde. Nein, sie macht schon wieder, Mann, fuck. Kannst du knicken, die macht einfach viel zu viele Attacken. Die macht irgendwie viel zu viele Attacken. Ach nein! Bin ich da echt aus Versehen runtergesprungen. Aber Hummel hat noch volle Lebensenergie. Er müsste nur mal treffen irgendwann. Du kannst doch vergessen, Alter. Immer wenn ich wechsle, erwischt es Sahat. Okay, jetzt hat sie echt nicht mehr viel. Yes! Boah, ey, man darf sich bei diesem Kampf auf jeden Fall nicht verrückt machen lassen. Ich weiß auch nicht. Die besiegt einen ein paar Mal. Wir müssen unsere Wiederbelebungssachen benutzen. Und dann denke ich immer sofort, das schaffe ich nicht. Ohne dabei daran zu denken, dass man wirklich enorm viel davon hat, auch jetzt. Wenn man mal den Kampf so, ja, nochmal von Anfang an sich beobachtet. Ich meine, klar, der lief nicht optimal, aber dafür, dass es der erste Versuch gewesen ist und wir nur ungefähr 9 Wiederbelebungsfrüchte verbraucht haben, ist das völlig in Ordnung. Ja, und Laxe geht davon aus, dass jetzt der Baum in seine finale Form kommen wird. Na, da ist das letzte Wort doch noch gar nicht gesprochen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine unbekannte Iwa, die für das letzte Quäntchen Notions verantwortlich sein wird. Ja, man kann da nie wissen. Das Rätsel um Sarah ist aber trotzdem noch nicht gelüftet. Wenn sie keine Eternian ist, warum hat sie in der Zeitepoche von Dana gelebt. Als Königin sogar. Okay, der Baum scheint wirklich seine volle Form
entwickelt zu haben. Und Dana bestätigt das Ganze nochmal. Und eine große Nummer von Energie ist gerade in das Tal der Könige geflossen. Der Jubel dementsprechend groß. Wir haben es geschafft, Adel. Naja, also erstmal haben wir einen kleinen Teil geschafft. Und auch Sarai spricht das an, was die anderen zuvor auch gesagt haben. Ich hätte es niemals gedacht, dass ihr es geschafft habt. Aber ihr konntet die Notions befreien, releasen, loslösen. Sarai-chan. Und auch sie bittet darum, dass wir aufhören. Ach, wir sollen ihren Namen nur nicht nennen. Okay, ich dachte, wir sollen jetzt hier generell den Prozess von Lacrimosa nicht stoppen, sondern wir sollen aufhören, es stoppen zu versuchen. War es gut gesagt? Wahrscheinlich nicht. Aber wieso sollen wir sie nicht mal Sarai nennen? Wieso heißt sie überhaupt Ura? Ja, und Saad fragt, was los sei. Sie besaß die Kraft von Mimikry oder Mimikwai, das von dem Himmel kam. Das erklärt aber trotzdem noch nicht, warum sie Sarai gewesen ist. Das ist doch komisch. Oder haben die zufällig nur das gleiche Aussehen? Und Ricotta fragt, na was ist ein Mimikwai? Erklär doch mal bitte. Tatsächlich, das ist einfach nur die Fähigkeit, andere Organismen zu kopieren. Die sind nur zur Erde abgestiegen, weil sie die Kraft dieses Mimikry hatten und haben Wohlstand wohl gesucht. Aber auch ich sagt, naja, aber eventuell haben wir Lacrimosa akzeptiert und wurden dann zum Beschützer. Oder sie wurde zumindest dann zum Beschützer. Genau wie Nestor zuvor auch gesagt hat. Sie hat es akzeptiert, selber. Und als dann die Ibra von Eternien begann, da ist sie nochmal zur Erde runter. Da war sie aber schon Protektor, oder? Ach, stimmt. Das haben die ja vorher durchscheinen lassen. Aber wie krass ist denn das? Könnt ihr euch noch an die ersten Geschichten erinnern? Da war doch Sarai als Kind zusammen mit Dana. Dann musste ja als Kind schon. Oh, ist das fies. Da hat die quasi so getan, als ob die auch eine Anwärterin gewesen ist. Nur, um zu beobachten, welche Maiden am besten geeignet sei. Für den Nachfolger. Alles klar. Na, das sollte ja wohl das kleinste Problem sein. Also, wer die Fähigkeit hat, sich zu verwandeln, der wird ja wohl irgendwie die Fähigkeit auch haben, eine Prinzessin zu kopieren oder eine Königin zu kopieren. Ja, das macht Sinn. Sie hat gedacht, okay, um denjenigen zu finden, ist es wohl am ratsamsten, nahe der Königsgarde oder der königlichen Familie zu bleiben. Denn dort sind wohl auch die besten und größten und schönsten Seelen zu finden. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Macht ja auch Sinn, die anderen Protektoren, die waren ja auch alles Könige. Und die wurden auserkoren als hellste Seele. Und so hat sich reingeschlichen. Als die Prinzessin einer kritischen Situation gewesen ist. Ach, dann ist die wirkliche Sarai da dahingeschieden, die ist verstorben. Oh, ist aber ganz schön böse. Da hat sie einfach ihre Gunst der Stunde gesehen. Und sie konnte sogar ihre ganze Personalität. Also manchmal ist so Deutsch und Englisch einfach nicht mein Ding. Vor allem manchmal. Denn das Aussehen konnte sie auch ändern. Und dann ein paar Jahre später hat man sie gefunden. Dana. Am großen Baumtempel. Also war es dann doch eher Zufall.
Ja, wir sollen es ja nicht übel nehmen, dass wir alles nur zugunsten von Lucky Moser. Und dass wir ihre eigene Entscheidung nur um die Welt oder dieses Land zu beschützen. Ja, super beschützt. Ja, arme Dana, das ist richtig. Aber das, was die erlebt haben, das war ja trotzdem nicht falsch. Oder hat sie alles nur gespielt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, Impostor, sagte schon. Das ist nicht ganz richtig. Aber stimmt schon, das, was ich getan habe, das kann niemals vergeben werden. Aber wenn du das weißt, dann... Was nun? Zeigt sie ihr wahres Ich. Ja, was passiert jetzt? Naja, es ist die Kraft weg. Vielleicht können die jetzt nicht mehr länger Protektoren sein. Jetzt hat der Baum einfach mal die Schnauze voll. Was passiert jetzt? Sie verliert die Kontrolle über ihre Fähigkeit, der Mimik. Und sie hat auch irgendwie jetzt eine andere Stimme bekommen, wa? So wie du sprichst, das ist doch auch irgendwie anders. Wer ist denn das? Ist das Io? Ist das Olga? It's been a while. Die normale Sarai? Hä? Okay, ich kann mir auch nicht mehr mit. Na, mich brauchst du nicht fragen. Das ist ja interessant. Was für eine komische Fähigkeit. Sie hat zwar durch die Mimikfähigkeit einfach nur das Äußerliche und die Persönlichkeit übernommen, aber ein Teil der richtigen Sarai wurde wohl auch mit übernommen. Man könnte ja fast meinen, es ist ein halber Seelentransfer gewesen, wa? Weil jetzt spricht die Sarai, die mit uns die meiste Zeit verbracht hat, die nicht irgendwie im Sinne von Ura agiert hat. Ganz mysteriös. Aber wie geht denn sowas? Okay, sie nimmt Urai auch in Schutz. Muss ich sofort an den Film Split denken. Vielleicht hat die noch andere Persönlichkeiten in sich drin. Na, die Protektoren, die mussten alle irgendwie leiden. Das Schicksal möchte ich auch nicht gern teilen. Ja, und das Befreien der Notion hat wohl zu diesem Affekt hervorgerufen. Kann das wirklich sein? Und Dana rennt nach vorne und sie wird umarmt. Dana, was machst du? Und sie läuft direkt ins Messer von Ura. Ja, die richtige, aufrichtige Sarai entschuldigt sich, dass sie nicht bis zum Ende da sein konnte. Ja, auch wenn das Wiedersehen schön ist, wir haben keine Zeit mehr. Wir sollen zurück nach Seren Garden. Okay, wenn wir jetzt die Kraft von dem Baum bekommen haben, sollen wir wieder nach Lofos zurückkehren. Dann wird sie uns weiterhelfen. Das ist ja interessant.